Hier habe ich noch ein kleines Umschlägchen von meiner Freundin. Das hatte ich auch schon aufgemacht und kurz reingeblickt, ob man da auch jetzt ein Video machen könnte, weil so viel ist es nicht. Aber ich dachte, ich zeige es euch auch eben. Und los geht's dann auch. So, und zwar habe ich hier bekommen Bordürensticker. Aktuell, so viel ich weiß, gibt es die wohl bei Woolworth. Also sehr süß. Hier haben wir auch nochmal Bordürensticker. Sehr, sehr schöne. Hier mit dem Paris. Ja, wirklich schön. Licht hier. Ja. So. Dann habe ich hier Glitzersticker. Eulen. Ja, meine Eulensticker häufen sich nun auch. Aber ich habe noch nichts doppelt von den Eulen. Voll schön. Dann habe ich hier solche Puffy-Sticker bekommen. Finde ich schön hier mit so Tierchen. Ich mag im Moment, wie gesagt, gerne Tiersticker für meinen Tierfeilo. So, hier haben wir auch nochmal kleine süße Tiersticker. Echt knuddelig. Aber die sind so ein bisschen puffig. Da muss ich jetzt immer ein bisschen aufpassen. Ich gucke jetzt immer, dass ich eine dünne hole. Hey, dann hat sie mir das geschickt. Voll cool. Das ist jetzt mal nichts Schreibwarentechnisches, aber voll mega süß ist das. Und zwar sind das, glaube ich, so zum Abwaschen oder zum Spülen eben so Lappen. Kann man auch, glaube ich, als Tropfenlappen benutzen. Aber ich glaube, die sind zum Spülen gedacht. Finde ich auch sehr schön. Da hat sie eben wieder mal an die Farbe gedacht. Weil, oder an meine Küche gedacht, als sie die Farbe gesehen hat, weil meine Küche ist grün. Also so ein Grün, wie man hier sehen kann. Voll cool. Ich wasche trotzdem nicht gerne ab. Ja, dann hat sie mir ja diese Washis besorgt. Aktuell von Shibo. Die kennt ihr sicher alle. Und da sie im Handel arbeitet, kriegt sie einmal ein bisschen Rabatt. Und deswegen hat sie mir die besorgt, weil es ja günstiger ist. Hier sind ganz schmale drin. Das ist immer gut. Leider nur einfarbig, schwarz, pink und orange. Ich finde die mit den Herzen recht schön. Die finde ich auch schön von den Farben her. Passen, glaube ich, gut in meinen neuen Butterfly. Und ja, ist ja auch jetzt ganz beliebt, diese Anker. Ich selbst habe jetzt noch nichts mit Anker gemacht. Mein Ding ist jetzt so nicht. Ich finde die mit den Punkten auch ganz schön. So viel ich weiß, also sind ja 12 Stück drin. Haben die 10 Euro gekostet oder kosten die 10 Euro. Dann hat sie mir noch einmal das geschickt. Das sind Sticky Notes. Ja. Also ein paar Sachen kannte ich schon. Die hat mir Fotos geschickt über WhatsApp. Das sind wie gesagt Sticky Notes. Und dann kommen jetzt noch einzelne Washis. Und zwar einmal die Packung. Die war wohl im Angebot. Sie wusste, dass ich die schon habe. Hat mir das aber jetzt trotzdem gekauft, weil bei ihr war das wirklich rausgeschmissen. Und wobei die mit den Noten, sehe ich gerade, habe ich noch nicht. Die sind ja mal richtig toll. Die anderen habe ich, aber das macht nichts, weil ich auch immer ein bisschen sammle, so für Tauschpakete und so. Aber die mit den Noten habe ich noch nicht. Also coole Sache. Und dann haben wir jetzt noch lauter einzelne Tapes. Die kann ich euch schnell vorstellen. Die haben sicher als Paket so nicht mehr reingepasst. Die waren nämlich auch in so einer Rolle. Ja, da haben wir einmal hier so ein Washi mit Eis. Ist jetzt doof, so was Kleines in den Fokus zu bekommen. Ja, da haben wir es. Also hier so mit Eis. Dann haben wir hier mit Autos, was jetzt nicht ganz so mein Ding ist. Mal gucken, ob ich das auch tausche. Dann hier auch so mit, upsi, mit so, ja, Häuschen. Da waren wir auch beide ein bisschen enttäuscht. Das habe ich schon. Weil das hat sie auch, glaube ich, aus China bestellt. Also auf Amazon, aber aus China. Und das war anders abgebildet, als ich bekommen habe. Und wir dachten, wir kriegen das, was abgebildet ist. Aber die wählen da leider immer das Zufallsprinzip. Und da haben wir leider jetzt nicht so schöne. Hier haben wir von Apple ein Tape. Also
Werde ich auch, denke ich mal, abgeben. Das ist nicht meins. Ich habe noch nicht mal einen Apple. Ups, da fällt gleich was weg. Aber das gefällt mir sehr gut. Das sind auch so, ich mag ja so dieses mit Eis. Ja, das ist so. Was ist denn damit so? Was sind das? Tassen? Ja, Tassen und Eis. Das finde ich jetzt ganz niedlich. Hier haben wir. Ja, das ist ja gar nicht meins. Aber viele, die so ein Koch-Philo haben, bestimmt gut. Das ist hier so mit Zwiebel und Bananen und so. Überhaupt nicht meins. Und dann, das finde ich schön. Da steht Rhythm Beat. Das finde ich schön auch wieder so in meinen Farben. Ja, und das war es auch schon, meine Lieben. Das war ein kleiner Umschlag. Ich freue mich total. Die Sticker sind wunderschön. Das Washi gefällt mir auch. Ich finde ja auch das mit dem Neon ja ganz cool, ne? Muss ich sagen. Ja. Und wieder was für meine Filosammlung. Ich freue mich total. So, meine Lieben, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, mein Schätzchen, mein Hund, der wuselt neben mir rum. Und ja, bis zum nächsten Video. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssi. Bye, bye.